Hallo, willkommen zu meinem Einführungsvideo zum HTC HD 2. Zunächst einmal möchte ich euch das Gerät selbst zeigen. Wie ihr seht, hat es ein sehr großes Display. Das Display hat eine Diagonale von 11 cm. Es ist ein kapazitives Display aus Glas. Es verfügt unter anderem über die Multitouch-Funktion. Dann haben wir hier hinten einmal die Kamera und das Blitzlicht. Die Kamera verfügt über 5 Megapixel, macht am Tage, so wie ich das bis jetzt gesehen habe, hervorragende Fotos. Daneben haben wir den Lautsprecher. Dann haben wir hier einmal Tasten zum Laut und Leise machen. Einen Anschluss für Kopfhörer, ganz normaler 3,5 mm Klinkenanschluss und eine Micro-USB-Buchse. HTC hat jetzt hier leider Micro-USB verbaut anstatt Mini-USB, das ist aber kein Problem, es gibt für wenig Geld Adapter. Daneben haben wir das Mikrofon. So, dann haben wir hier vorne auch noch ein paar Tasten, und zwar einmal zum Anruf annehmen. Die Home-Taste, mit der wir immer wieder auf den Homescreen zurückkommen. Die Windows-Taste, um in das Windows-Menü zu kommen, um in das Startmenü. Eine Zurück-Taste, wenn wir jetzt zum Beispiel ein Programm geöffnet haben, können wir das mit dieser Zurück-Taste in den Hintergrund versetzen und irgendetwas anderes machen. Und einmal die Taste, um den Anruf zu beenden und um das Gerät einzuschalten. Bevor wir das Gerät einschalten, müssen wir erstmal den Akku einlegen. Das machen wir hier hinten. Der Akkudeckel ist bei diesem Gerät aus Metall. Ich halte einfach das Gerät fest und ziehe mit dem Fingernagel einmal kräftig. Hier ist extra eine Kerbe drin. Und schon haben wir das Gerät geöffnet. Dann kann ich jetzt einmal hier links die mitgelieferte Micro-SD-Karte einlegen. Einfach so hier reinschieben. Bis Anschlag, das klickt dann. Dann kommt hier die SIM-Karte rein und der Akku. Jetzt mache ich das Gerät einfach wieder zu. Das war's schon. Jetzt schalten wir das Gerät mal ein. Und dann schauen wir mal, wie das aussieht.